Hallo und herzlich willkommen zurück zu Failcom Limited, eingetragenes Warnzeichen mit Ray. Und Lütern. Und ihr seht ihn gerade, den Tiger, der Einzigartige, der Wahre, der Einzige. Ich habe ihn endlich erspielt und ich freue mich auch sehr darüber, wenn gerade die Gefechte nicht so blöd laufen wie eben. Wir haben ja nämlich eben schon mal eine Aufnahme gemacht, ich verrate es einfach mal, und haben die dann verworfen, weil, ja, schlecht gespawnt auf, was war das für eine Map? Wie ist diese Map? Ach, wie heißt sie denn noch mal? Ich habe Mit gerade den keine Ahnung. zwei unteren und zwei oberen Spawnpunkten. Die oberen quasi, wo man nur zwei Lanes hat und wenn man auf den quasi auf den Punkt zum Erobern will, immer nur, wie sagt man so schön, Karelien. genau, Carrion, danke. Jedenfalls oben gespawnt, natürlich richtig geil mit einem Heavy, ist es da oben einfach scheiße. Festgehangen, dann haben wir ein paar bekämpft, es ging ganz gut, dann kam Artillerie-Spammer rein und naja, dann war es erledigt. Und irgendwie haben sie dann noch Spawn-Camping betrieben und das war einfach, wir haben uns gesagt, nee, komm, das holen wir gleich nochmal. Auf Kuba. Naja, auf Kuban, nicht auf Kuba. Das ist Kuba. Ja, definitiv. Irgendwo rennt Fidel Castro durch den Busch. Ja, das ist definitiv Schweinebucht. Ich wollte gerade sagen, du Definitiv. machst Bunga Bunga, aber nee, das war ja Italien. Also, Das waren die Italiener, naja, genau. aber komm, ganz ehrlich, also da ein Unterschied besteht. Das war Mussolini. Ach nee, wie hieß Nein, Bunga Bunga er? war, warte, warte, warte. Berlusconi. Ja, Berlusconi, genau. Berlusconi, Mussolini. Ach, Verflixt, ja. what the fuck? Fidel Castro, ganz ehrlich, wo ist der Unterschied? Guck mal, was ich habe. Zigarren in Mädchenvagina stecken machen sie doch eh alle. Ja. So. Wo bin ich auch gespawnt? Ich bin unten gespawnt. Dann fahre ich mal zu C. C ist vielleicht ganz gut. Vor allem muss ich bei dem, was du gerade gesagt hast, immer so an diesen Aufkleber, an diese Schrift denken hier bei War Thunder Smoke Pole. Lol. Jedes Mal, wenn ich diese Aufschrift lese, muss ich an das denken, was du gerade geschildert hast. Ja. Ich denke mir einfach nur so, what the fuck? Was ist da kaputt? Ach ja. Ich will gerade an, das genau das war die South Park-Folge mit den der Sexsucht, ne? Sexual Healing. So, und ab jetzt ist unser Kanal nicht mehr ab 12 Jahren freigegeben, oder doch, oder vielleicht, oder nicht, oder ja, oder. Sagen wir FSK 30. Sagen wir einfach, wir sind nicht jugendfreundlich. Haben wir auch nie behauptet, ist okay. Also, das heißt nicht nur, dass wir nicht jugendfrei ausdrücken müssen, sondern wir sind auch nicht freundlich zur Jugend. Das sowieso nicht. Wir sind selber noch jung, wir wissen, was die Jugend bedeutet. Naja, ganz ehrlich, also. Ja, okay, wir sind alt. Wenn ich mir so die Folgegenerationen anschaue, denke ich mir immer noch wieder, oh mein Gott. Gott Ja. sei Dank waren wir nicht so. Wir waren wirklich nicht so. Manchmal sagt man das ja, wir waren niemals so, aber nein, so waren wir Gott sei Dank nie. Ja, wirklich wahr. Auch oder, sorry, South Park, aber auch eine super Hommage an South Park mit dem, das soll also cool sein. Alles Ja. klar, ich gehe nach Hause und bring mich um. Ja, auf jeden Fall. Genau das. Genau das ist es. So, dann sind wir auch endlich mal angekommen hier. Tiger ist ja noch nicht der schnellste. Ich würde jetzt gerne mal Ziele bekommen. Das wäre eigentlich mal so eine Hier willkommene Abwechslung. hängt eine Su-85 rum, den kriege ich aber gerade noch nicht rein. Ah, da hängt noch mehr im Busch. Hahaha. Ist ein Tiger im Busch. Da hängt mehr als noch viele Fruchtiger. Castro im Busch, ja. Sieht ja fruchtiger, sondern deutscher Tiger. Er löscht den Durst und darauf kommt es an. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Naja, wenn man jetzt bei World of the Tanks wäre, dann würde ich sagen, Deutsch Mann, Tiger, ich hab immer löscht das noch die. Feuer im Motorraum. Ich habe immer noch die scheiß Angewohnheit aus War Thunder, nee, nicht aus War Thunder, aus World of Tanks, auf die Kommandantenkuppel zu schießen. Ja, und es bringt so absolut Nein, es nichts. bringt absolut nichts, weil du keine Strukturpunkte, also weil du keine Hitpoints hast in dem Sinne. Ja. Es ist aber auch besser so, ich meine, das ist auch bescheuert, ja, ich meine, du zielst auf irgendeinen Punkt, der beschädigt, aber du machst eigentlich kaum was kaputt, außer dass du die ganze Zeit nur durchs Blech schießt. Naja, doch, du tust damit den Kommandanten ausknipsen. Nein, aber auch bei manchen Sachen, anderen Sachen, wo du eigentlich nur ein Loch durchs Blech schießt und eigentlich nicht wirklich was triffst, oder immer nur denselbe Crewmitglied triffst, aber trotzdem halt Strukturpunkte verliert Stück für Stück. Ich habe dann erstmal einen KV ausgeknipst. Ich meine, mit einer Su-152 ist es jetzt auch nicht so schwer, irgendwas auf ja, 100 Meter Distanz kaputt zu schießen. Ich muss nur gerade leider nachladen, das ist so eine lästige Angewohnheit. Mal ein bisschen offensiv gerade hier vor. Da kommen gerade Panzer auf mich zu. Helft mir, ich lade nach. Aber das scheinen Bots zu sein, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, sind's auch.
Wieso habe ich den Tiger da oben gerade nicht getroffen? Oh, der ist down, sehr gut. Was steht denn da noch? Eine Ausführung G. Macht mal den T-34 neben mir kaputt. Ich habe gerade keine Lust. Außerdem muss ich nachladen. Habe ich Heat-Granaten drinne? Nicht Heat, sondern habe ich HEs drinne zufällig gerade? Kann durchaus sein. Aber warum? Weil, kontrollier mal kurz, das doch mal. Die sind... Na, wie denn? Ich habe hier gerade, weil die... Erstens habe ich das Gefühl... der, quasi, du kennst ja die HE-Granaten haben ja einen wesentlich, ich sag mal, du musst ein bisschen steiler halten, weil die eine wesentlich andere Flugbahn haben. Ich habe das Gefühl, dass die Flugbahn gerade extrem hoch ist. Also nicht so schön gerade und dadurch, dass es eigentlich der Tiger relativ, sag mal, Hochgeschwindigkeitsgeschosse verschiebt. Nee, hat er eigentlich nicht. Echt nicht? Nee. Achte. Nein. Oh, ja, der L56 ist kein Hochgeschwindigkeitsgeschütz. Oh, Schützrohr kaputt, yes! Haha. Da ist keine Abschlusshilfe gerade. Ja, kann auch. Schützrohrverschluss, Geschützverschluss kaputt, sehr gut. Ah, der ist auch gleich da schon. Wenn ich mehr Deckung gegenüber A hätte, dann würde ich jetzt definitiv auf B mal Druck machen, aber ich habe da einfach keine... Ja, und ich wurde zerschossen, bevor ich drehen kann. Ich stehe hier alleine vorne, Mann, was ist denn das? Die sollen aufhören mit Campen, das ist so... Oh, ernsthaft. Ich kann gleich ein bisschen Support auf A geben. Da oben wird nur gecampt und ich kann leider einfach mit einem Jagdpanzer da nicht großartig beweglich... Super doll vorrushen, es tut mir echt leid. Kommt da schon mal Artillerie rein hier? Ziel unbeschädigt. Yay. Yeah. Hat die gerade geschossen? Ah, das ist ein Sturmgeschütz. Oh Gott, jetzt rushen sie hier rein. Irks. Das große Problem ist halt, dass unser Team hier absolut keinen Druck macht. Ich wollte gerade ein bisschen von der Seite ran zu A. Ich muss versuchen, ob es geht, aber ich habe gerade hier von zwei Leuten in den Mangel genommen. Die ES hat gerade auf mich verschossen und steht seitlich. Vor allem dreht die sich auch nicht. Was bekloppt ist. My Gunner is unconscious. Yeah. Oder nee, der ist sogar komplett down, oder? Nee, keine Ahnung. Und mein Dings. Ah, okay, ich bin Asche. Ich spiele gerade Ringel-Ringel-Reihe mit einem KV. 1 CIS 5. Ich wirklich. Ich mach grad ein Face-Off mit dem T4. Ich liebe die Engine, was das angeht. Das ist so geil. Ich hab ihm seinen Drehkranz zerlegt, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ridiculous. Besatzung ausgeschaltet. Hä? Jetzt hatten wir beide gerade so einen Haar-Moment, oder? So einen Herr-Moment. Ja, wenn dein Geschützverschluss beschädigt ist und du drückst ab, dann kann es auch sein, dass du dich selber sprengst. Das kann. Ich dachte gerade, weil ich zu nah an dem Gegner war, habe ich mich selber gesprengt. Aber stimmt. Mein Geschützverschluss, ja. Okay, das kann natürlich auch sein. Da sehe ich ein. Ja, wenn du zu nah an dem Gegner stehst und der tatsächlich explodiert, kannst du auch Schaden dadurch nehmen. Ich habe keine HE-Granaten geladen. Nein, wenn der Gegner explodiert, kannst du dadurch auch Schaden nehmen. Ja, ich weiß, ich meine jetzt trotzdem, ich habe es nochmal geguckt, gerade wegen welche Granaten ich geladen hatte, wegen der... Hä? Ja, das Gefecht ist vorbei, wir haben verloren, weil unser Team nichts gemacht hat. Oh, wir haben verloren. Ja, natürlich. Ach so. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja. Wir verlieren. Toll. Ah ja, shit happens. Crit happens. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich mal Low-Tier Russen spielen. Also beim nächsten Ground Force-Gefecht. Was soll ich im Anschluss gleich aufnehmen, mal sehen.
Und dann ja, versuche ich mal bis dahin den Tiger ein bisschen weiter auszubauen, weil es würde sich ja dann doch mal langsam lohnen. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.